Das ist ein Fake. Das glaube ich nicht. Das Material ist falsch, nicht real. Ich wünschte, es wäre so, aber das geht noch weiter als die Morde bei der Geheimstation. Kane, sag ihm, was du weißt. Die Informationslecks breiten sich aus. Sie gefährden WA-Operationen weltweit. Sie kennen unsere Schwachstellen und mobilisieren Truppen in instabilen Gebieten. Keine Frage. Taylor ist fertig. Wir folgen also den Spuren seiner letzten Operation. Dem Alarm unterhalb der Koalessenzanlage. Vielleicht finden wir da unten Hinweise auf ihre Motive. Vergessen wir die Immortals nicht. Die haben einem das Hirn geleert und einen verstümmelt. Die werden sich rächen. Taylors Team hat auf ein Prioritätsalarmsignal reagiert. Es hat seinen Ursprung fast eine Meile unter der alten Koalessenzanlage. Ich habe mir alle verfügbaren Infos und Baupläne gezogen. Was dort ist, steht auf keiner Karte. Ein Großteil des Gebäudes wurde im Desaster zerstört. Der bestmögliche Zugang ist durch den mittleren Silo. Danke, Kane. Große Hilfe. Also folgen wir Taylors Fußstapfen. Vielleicht finden wir da unten etwas, das uns Antworten gibt. Überwachungsdrohne bestätigt mehrere Signaturen. Oben. 54i. Sie sind sehr wahrscheinlich schon drin. Ach was. Gerade ist Verstärkung eingetroffen. Wird wohl kaum leise vonstatten gehen. Es gibt mehrere Zugangswege. Aufteilen. Warte auf deinen Schuss. Ich bin mit dir fertig. Nimm das! ASP ist aktiv. Wiederhole, ASP ist noch aktiv. Das Ding sollte Schrott sein. Wie kann sie noch funktionieren? ASPs haben ein Verteidigungssystem, das eingehende Angriffe abwehrt. Hintenwerfer. Triff das Verteidigungssystem der ASP unter dem Kern. Triff ihr Verteidigungssystem. Fast geschafft. Verteidigungssystem offline. Triff sie mit dem Raketenwerfer, bevor es wieder aktiviert wird. Sauberer Treffer. Nimm ihr Verteidigungssystem weiter unter leichten Beschuss.
ASP ist ausgeschaltet. Verbinde dich mit der Konsole. Ein schneller Hack sollte reichen. Es wird nie langweilig, was? Oh ja. Heute gibt es nur Überraschungen. Sei nicht nervös. Das ist nur ein Reflex einer toten Programmierung. Ich bringe uns rein. Diese Leichen sind schon einige Tage hier. Muss vor dem Angriff auf die Geheimstation passiert sein. Sieht das nach Taylor aus, Hendrix? Vielleicht. Einzelschüsse in den Kopf. Ja, aber ganz ehrlich, du musst wissen, was für eine dumme Frage das ist. Natürlich war das Taylor. Die CIA hat sie hergebracht, weil diese verdammten Trottel hier rumgeschnüffelt haben. Hey. Mach dir nichts draus, Kane. Ich hab bloß miese Laune. Ich orte eine EMF-Quelle in der Nähe. Wie ein kleines elektronisches Gerät. Könnte bei einer der Leichen sein. Hab's. Lade Daten hoch. Irgendwas Nützliches? Die Plünderer hatten nicht bloß Glück. Sie haben einen Tipp von der CDP bekommen. Aktiviere Aufklärungsdrohne. Nachricht erhalten und verstanden, Hendrix. Synchronisiere die Kartenkoordinaten der Drohne mit deinem HUD. Hey. Du weißt doch, man starrt besser nicht zu lange in einen Abgrund. Los. Bleib an der Kante. Da geht es tief runter. Ich gehe vor. Diese Aufzeichnungen der Morde, glaubst du, die waren gefälscht? Ich kenne Taylor schon sehr lange. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er das war. Nicht auf diese Art. Vielleicht war er nicht der, für den wir ihn gehalten haben. Trotzdem, das erklärt nicht Hall, Maretti und Diaz. Warum sollten sie da mitmachen? Wir gehen der Sache auf den Grund, egal was dabei rauskommt. Mist. Die verdammten 54i sind vor uns. Was denkst du, sollten wir tun? Ich denke, wir sollten uns vorstellen. Schieß zuerst. Ich reagiere dann. Willst du uns in einen verdammten Kaninchenbau schicken, Kane?
Ich will dasselbe wie du, Hendrix. Diese Situation beenden, bevor es noch schlimmer wird. Pass auf, wo du hintrittst. Der Ort ist etwas instabil. Kane, warum verhalten die Roboter sich so? Könnte eine Art Stromschwankung sein. Die Stromschwankung ist nicht normal. Die Tür ist offen. Drunter durch und geh. Scheiße. Kane! Könnte jemand über die Systeme des Gebäudes die Roboter kontrollieren? Es ist unwahrscheinlich, dass nach dem Desaster noch Systeme funktionieren. Aber wir wissen nicht, was da unten ist. Laut Aufklärungsdrohne sind sie hier durch. Will jemand einen Hunderter wetten, dass wir da unten nichts Gefährliches finden? Nein? Hey, was zur Hölle? Hey, hey! Hendrix, sie haben euch anvisiert. Das ergibt keinen Sinn. Wer kontrolliert diese Roboter? Ich weiß nicht. Trianguliere die Quelle. Bisher noch kein Glück. Okay, schicke Aufklärungsdrohne vor. Mal sehen, wie tief der Kaninchenbau reicht. Wenig Licht voraus. Auf verbesserte Sicht umschalten. Bestätigt. Schnell, die Aufklärungsdrohne wartet nicht. Kane, die Übertragung ist abgerissen. Probleme? Negativ. Die Baupläne enden am Grund des Silos. Ohne die Drohne sind wir blind. Irgendwas muss sie ausgeschaltet haben. Weiter. GPS-Koordinaten des Alarms sind direkt voraus. Kane, wir haben die Aufklärungsdrohne gefunden. Ihre Überreste. Nun, wir hatten unseren Spaß. Warte, ich will mir das Symbol genauer ansehen. Erkennst du es? Sieht nach einem geheimen CIA-Projekt aus. Wenn dieser Scheiß zum Zeitpunkt des Desasters hier war, hätten sie kein Säuberungsteam reinschicken können. Vor Taylor. Ja, ich glaube, hier will jemand was verbergen. Blutspuren führen hier lang. Was?
Was ist hier los, Kane? Was zur Hölle? Bereich gesichert. Wir wissen nicht, was da unten ist. So ein Verhalten habe ich von Robotern noch nie gesehen. Irgendwie sind sie von ihren eingebauten Parametern abgewichen. Okay, laut dem GPS sollte die Quelle des Signals da durchzufinden sein. Hacke die Konsole. Heilige Scheiße. Hendrix, überprüf die Konsolen. Vielleicht kann ich etwas von den lokalen Platten ziehen. Okay, Kane. Du bist dran. Das sollte nicht hier sein. Zum Zeitpunkt des Unfalls gab es keine DNI-Versuche an Menschen. Nicht offiziell. Das waren bestimmt keine Freiwilligen. Sie sind alle mit einem Zentralserver verbunden. Jason! War er nicht unser Ziel? Das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Wenn er tot ist, wieso finden wir einen Haufen toter CIA-Leute mit seiner Handschrift? Eine Minute, Kane. Die CIA bringt uns rein, teilt uns einen Kontakt zu. Und wir stolpern über eine CIA-Operation? Macht das etwa Sinn? Hendrix? Was meinst du damit? Weiß ich noch nicht. Halte nur Augen und Ohren auf. Besonders bei Kane. Okay. Alles okay, Hendrix? Ja, Kane, alles okay. Gut. Ich sehe Netzwerkaktivität aus einem Serverraum ein paar Etagen tiefer. Hey, das kann kein Zufall sein. Gehen wir! Da vorne ist es dunkel. Sichtverbesserung. Bestätigt. Ich messe Strahlung. Geht langsam. Sie könnte eure Optik und Kernsysteme stören. Hilf mir mal hoch. Vielleicht bekomme ich ja die Tür geöffnet. Du hast die Tür aufgekriegt, Hendrix. Ah, ich habe sie nicht geöffnet. Hier drin sind noch mehr Testsubjekte. Sie sind im Wasser!
Kane, Optik ist wieder online. Verstanden. Messe direkt voraus eine starke Stromschwankung. Eine Menge Roboter hier, Kane. Ruhig. Lass dir Zeit. Kane, ich wurde von den anderen getrennt. Vor mir scheint der Serverraum zu liegen. Immer mehr nach Waffenforschung aus, nicht nach Biotech-Labor. Die Chemikalien, die bei dem Desaster freigesetzt wurden, wurden nie identifiziert. Wittert noch jemand eine Vertuschung? Das meldet sich über einen sicheren Kanal. Tilla hatte recht. Wir müssen der Welt die Wahrheit zeigen. Oh nein, er ist mit den Servern verbunden. Sein DNI dient als Leiter für jede Info, die hier unten gespeichert ist. Er hat die Roboter gesteuert, ihr Schwarmbewusstsein kontrolliert. Er wird sein Gehirn überladen. Hör mir zu, wir müssen ihn aufhalten. Wir müssen es stilllegen. Er überträgt gerade alles von diesen Servern direkt an unsere Feinde. Wir müssen diese Situation eindämmen. Diaz, hör auf damit. Was immer mit dir und den anderen geschehen ist, du musst aufhören. Ich bin bereit, für die Wahrheit zu sterben. Du kannst Diaz nur vom Server trennen, indem du den Kern über ihm zerstörst. Kane, ich bin oben im Kontrollraum. Was soll ich tun? Greif für mich auf die Primärsysteme zu. Wenn wir eine Live-Verbindung über dein DNI herstellen, kann ich die Schwächen des Kerns finden. Du bist der Boss, Lady. Ich hab's. Schießt auf die Kühlstäbe in den Türmen um Diaz. Dadurch wird der entsprechende Zugriffspunkt des Kerns freigelegt. Sobald er offen ist, müsst ihr darauf gelangen und eine Granate reinwerfen. Kühlturm 1 freigelegt. Achten Sie nur auf den Klang meiner Stimme. Kühlturm 1 offline. Kern freigelegt. Lassen Sie die Gedanken treiben. Hat es funktioniert? Ja, Zentralkern ist bei 66%. Bin dabei, Kühlturm 2 zu öffnen. Schnell, Kane! Ich werde hier überrannt! Erfolgreiche Sprengung. Kane, bestätigen. Zentralkern runter auf 33%. Noch einer.
arbeite an Turm 3. Dürfen wir nicht verlieren, Hendrix. Du musst dich verbinden und alle Daten von seinem DNI ziehen. Das wird sein verdammtes Hirn rösten. Ich weiß. Glaube ich nicht. Ich kenne ihn. Ich habe mit ihm gekämpft. Er sollte nicht so sterben müssen. Es tut mir leid. Es ist okay, Hendrix. Ich kann ihn sehen. Vereisten Wald. Scheiße! Kane, hast du das gehört? Was gehört? Was hast du gesehen, Hendrix? Hast du was bekommen? Hendrix! Taylor sucht nach zwei Überlebenden des Coalescence-Desasters. Er hat Singapur verlassen. Wie hat er das denn angestellt? Man gewinnt neue Freunde, wenn man sein Land verrät. Mist. Wir werden von oben angegriffen. Es sind die Immortals. Sind sie dort unten? Die, die meinen Bruder töteten? Ja, ja. Meine Männer gehen rein. Haben wir die Standorte der CIA-Unterschlüpfe erhalten? Ja, Madame. Flutet es. Meine Männer sind Jagt da unten. Jagt es hoch! Was zur Hölle war das? Klingt nach Taylors neuen Freund. In der ganzen Anlage gab es mehrere Explosionen. Verschwindet sofort! Du hast sie gehört! Verschwinden wir von hier! Überwachungsdrohne zeigt 54 Immortals auf der Oberfläche an. Sie sprengen das Gebäude, um euch zu ertränken. Geh da durch! Wir haben keine Zeit mehr! Nicht anhalten! Los, los, los! Scanne nach den Überlebenden. Wir müssen wissen, wen Taylor eigentlich sucht. Ich scanne Hendricks Datenübertragung. Das dauert nur ein paar Minuten.
Kane, ich hoffe, du hast einen Plan, weil wir hier gleich ersaufen. Okay, ich helfe euch. Öffne die Tür und flute das Labor. Was? Bist du irre? Nicht, wenn das klappt. Eure Lungen sollten mehr als genug Luft haben, um zur Oberfläche zu gelangen. Okay, aber wenn das schief geht, werde ich dich heimsuchen, Kane. Mist, sie klemmt. Muss Türsystem überbrücken. Schütze mich. Nur noch ein paar Sekunden. Hinter mir. Wir sind noch nicht raus. Achtung, da kommt ein Schwarm von Wasserbomben auf euch zu. Haltet Abstand. Es führt kein Weg drumherum. Wir müssen die Bomben ausschalten. Die Brücke stürzt ein. Aus dem Weg. Wartet, etwas stört meine Verbindung. Wir haben ein ernstes Problem. Dein Sauerstoff hält stetig. Du musst schneller schwimmen. Dein Sauerstoff ist kritisch. Du musst schneller schwimmen. Los, los, los! Bist du okay? Alles klar. Kane! Kane! Das ist übel. Diaz hat die Positionen aller CIA-Unterschlüpfe auf der Welt verraten. Diesen eingeschlossen. Die Überwachung unterwegs. Wir können sie nicht aufhalten. Verschwindet aus Singapur. Halte durch, Kane. Wir holen dich da raus!